Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Ja, es ist im letzten Part sehr, sehr viel am Ende noch passiert. Wir waren kurz vorm Partende und dann sehen wir hier ein Legi. Ich denke mir so, na gut, wir werden das eh nicht fangen können, beziehungsweise wir werden eh nicht gegen dieses Legi kämpfen. Aber dann war es doch so und ja, wir haben all unsere Bälle aufgebraucht. Wir haben keinen einzigen Ball mehr, denn wir mussten am Ende den Meisterball verwenden. Es sieht mit unserem Team momentan auch nicht ganz so gut aus. Die meisten sind angeschlagen. Fast down so schon ein hier. Ich werde jetzt zurückfliegen nach Ondula. Wir werden gemeinsam erstmal ein bisschen einkaufen, weil wir brauchen einerseits Tränke, Beleber, obwohl da weiß ich nicht, wie viel wir da genau brauchen. Aber was wir am meisten brauchen, sind jetzt Bälle wieder. Falls nochmal irgendwas Unerwartetes kommt oder so. Darauf müssen wir in Zukunft vorbereitet sein. Ich war im letzten Part nicht vorbereitet, dementsprechend wurde dann halt auch der Part extremst lang. Also, wow, der hat eine Länge erreicht. Uiuiui, und das war sehr, sehr spannend, meiner Meinung nach. So, Hyperbälle. Wir haben sehr, sehr viel Geld, daher kaufe ich ruhig mal 20 Hyperbälle. So, Tränke, kaufe ich nochmal 10 Stück. Verband Supertränke habe ich nicht mehr ganz so viel. Ja, da haben wir sehr, sehr viel aufgebraucht. 23 Supertränke. Hypertränke brauchen wir ja momentan noch nicht so viel, aber da haben wir halt auch ein paar gebraucht. So, 10 Stück. Beleber, wie sieht es mit Belebern aus? Ja, komm, hier auch nochmal 3. Auf meinen Nacken. So, Topschutz nehmen wir nochmal 3 mit. So. Also, es war sehr, sehr. Ja. Wie soll ich sagen? Sehr, sehr brennend. Die Stimmung war sehr, sehr heiß. Und ja, jetzt gehen wir zurück auf unsere Route und werden weitergehen. Aber das Pokémon gehört ja zu uns. Auch wenn wir den Meisterball aufbrauchen mussten. So, wo waren das jetzt? Das war irgendwo hier hinten. Hier ging es hoch. Kann man da. War ich jetzt in. Nicht? Na, wo war ich denn eigentlich? Doch, an den Trainern war ich nicht vorbeigegangen. Hier waren wir, genau. Warte, dann schaue ich nochmal kurz auf dem Weg hier oben, weil da waren wir bis jetzt noch nicht. Habe ich eigentlich hier schon die Pokémon vorgelesen? Ich glaube ja. Ich glaube ja, von daher brauche ich das ja nicht nochmal machen. Ein wildes Blipper erscheint. 34. Normalerweise würde ich flüchten, aber ich setze ruhig mal einen Funkensprung ein, weil das ist sehr effektiv. Vierfach Schwäche gegen Pelipper, von daher die paar wenigen EP, die holen wir uns auch noch. Luke ist momentan noch vorne, aus dem vollen Grund, weil wir mit Donnerwelle arbeiten wollten. Ach, ich sehe da hinten schon, dass wir Stärke brauchen. Ach Mist. Ach komm, jetzt flüchte ich hier, aber ich habe jetzt hier keinen Bock gegen wilde Pokémon zu kämpfen. An sich wäre ein Topschutz nicht schlecht, aber ich wollte gerade sagen, wir schaffen es auch ohne. Nur für die paar wenigen Meter jetzt extra hier einen Topschutz einsetzen. Ja, bisschen doof. Ey, lass uns flüchten. Ja, geht doch. Unnötig Zeit hier verbraucht. Ruhig mal aufs Fahrrad und dann haben wir mal hier. Ach ja, hier waren wir. Gegen die Trainer haben wir im letzten Part schon gekämpft. Dann geht's hier hoch. Und dahinter war das legendäre Pokémon. Allerdings gibt es hier noch einen Weg. Ein Ass-Trainer. So, wer ist momentan niedrigsten gelevelt? Michelle. Also kriegt jetzt Michelle erstmal ein bisschen Training. Bald entwickelt sich ja auch Finn. Darauf freue ich mich auch schon. Ich glaube, von einer Kerze entwickelt er sich zu einer Laterne und dann zum Kronleuchter. Oh, ein Schlappohr auf Level 41. Wie viele Pokémon hat denn der Gegner? 2. Okay. Setzen wir mal Schaufel ein. Erschlag. Das ist eine sehr, sehr starke Attacke. Kann auch verwirren. Daher sehr, sehr vorsichtig sein.
glaube, wir müssen jetzt Micha erstmal auswechseln, weil noch ein Erschlag. Hit. Hit sie nicht aus. René, komm du mal. Auch hier wird Erschlag eingesetzt. Das macht bei René allerdings nicht so viel Schaden, aber der eben erwähnte Effekt, der tritt bei René ein. Ui, och nee, Volltreffer natürlich. Ist ja klar. Wen können wir einsetzen? Nico oder Finn. Kampf und Normalattacken haben keine Wirkung. Oh, wechselt sogar. Ui, zur Weiterentwicklung von Finn. Da hat es natürlich, wenn der eine Geistattacke drauf hat, hat Finn natürlich keine Chance. Aber wen könnte ich denn einsetzen? Wechsel zwischen Luke und Jonas. Komm Jonas, du schaffst das. Obwohl, ach, jetzt habe ich nicht an den Feuertyp gedacht, natürlich. Begrenzer. Okay. Haben wir mal Rückkehr. Ach, ich bin so doof. Jetzt kommt noch Inferno. Nicht so stark, aber verbrennt. Aber bei Jonas ist das extrem stark. Na toll. Ich war das jetzt sehr, sehr schlecht von mir, Jonas einzuwechseln. Sehr schön, Luke. Sehr, sehr schön. Funkensprung. Das macht bei Luke bestimmt auch viel Schaden. Mindestens die Hälfte der KP sind bestimmt weg. Oh, genauso wie bei Jonas. Obwohl es nur normal effektiv ist. Ich kann mit Luke auch nicht weiter fighten. Nico kann ich nicht einsetzen. Finn ist auch. Mann. Ich bin am Überlegen. Wir haben keine Wasserattacke. Das Problem. Und ja, die Geisterattacken sind zwar sehr effektiv, aber auch gegen Finn sind die Attacken sehr effektiv. Von daher bin ich am Überlegen. Ich werde mal Folgendes machen. Ich muss Luke jetzt leider aufopfern. Weil ich möchte Michelle Vollgeheilt haben und dann mit Michelle angreifen. Das ist jetzt meine Taktik, weil sonst haben wir hier in diesem Kampf verloren. Das kann ich gleich sagen. So, Michelle, du bist dran. Jetzt ist die Frage, was setzt sich ein? Feuerodem. Ohne Attacken kann ich nicht einsetzen wegen wegen Schwebe. Würde macht jetzt nicht ganz so viel Schaden. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das mit Michelle hin. Was ist das für eine Attacke? Okay, okay. Angriff sinkt stark und Spezialangriff sinkt stark. LOL. Ah ja, stimmt, die wollte Finn auch mal erlernen. Habe ich aber gesagt, nein, mache ich nicht. So Schlappohrwort kommt wieder. Darüber zu Finn. Wir müssen damit rechnen, dass er eventuell wieder wechselt. So. Funkenflug. Nee. Er setzt Agilität ein. Wahrscheinlich seine einzige Attacke, die er überhaupt einsetzen kann. Wenn ja, wäre es natürlich sehr, sehr gut. Volltreffer, wunderbar. Dann nochmal Funkenflug. Ja, er kann nichts anderes einsetzen, von daher Schlappohr ist weg. Aber es kommt, glaube ich. Nee, Moment mal, es ist sein letztes Pokémon. Stimmt. Er kann ja jetzt auch nicht mehr wechseln. Boah. Das war ein sehr harter Trainer. Da merkt man halt auch an den Leveln. So, wir bauen jetzt erstmal ein paar Tränke. Einerseits einen Supertrank für Michelle. Jonas kriegt zwei Supertränke. Besten wir so noch einen Trank hinterher. Und zwei Beleber brauchen wir. Ich habe jetzt halt einfach auch keine Lust. Zurück zum Pokécenter zu rennen. Aber es ist schon belastend, dass wir durch einen Kampf
wirklich so sehr zu tun haben. Oh lol, okay, Genief. Das ist gar nicht, dass das hier so... so eine... Ah, was wollte ich jetzt sagen? So eine Wirkung hat. Verteidigung, Stärken dauerhaft und so. Diese Feder nehmt. So, hier durch. Dann gibt es hier ein Item. Ein Sternenstück kann man verkaufen. Ist nicht verkehrt. Natürlich muss jetzt hier ein wildes Pokémon kommen. War ja klar, ein Pilipper. Da, da fliehe ich sofort. Mich ärgert es auch so ein bisschen, dass Luke leider keine Wasserattacke erlernt. Ich weiß nicht, auf der Endentwicklung, das würde ich vielleicht doch nochmal irgendwann nachschauen. Wenn ich mal dran denken würde. So. Ach, wisst ihr was? Ich setze hier mal einen Topshot ein. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock auf viele Pokémon. Und dich haben wir hier schon gefightet. Okay. Dann geht es jetzt hier weiter. Rechts wären Stärkefelsen. Wo sind wir denn jetzt? Oh lol, wir sind in der nächsten Stadt. Hallo Dennis. Sieht aus, als hätte ich dich dank der vollen Attacke Fliegen überholt. Danke für deine Hilfe im Janusberg. Twin Drake City liegt nördlich von Tessara. Aber es gibt da etwas, das ihr beide hören solltet, bevor du dich auf den Weg dorthin machst. Ach wirklich? Worum geht es? Das werdet ihr gleich erfahren. Mir nach. Okay. Ist jetzt auch so ein bisschen überraschend, dass wir halt jetzt schon in der nächsten Stadt sind. Ihr müsst die zwei sein, denen ich die Geschichte von Tessera erzählen soll. Ganz recht, wir wären dann soweit. Na schön, dann folgt mir. Direkt hinter Tessera befindet sich ein gigantischer Krater, den man gemeinhin die Riesengrotte nennt. Angeblich sind Temperaturen in der Umgebung der Riesengrotte kürzlich bis zu minus 50 Grad gesunken. Das hat mir zumindest Shion erzählt. Im Moment ist es leider nicht möglich, dorthin zu gelangen. Die Riesengrotte entstand, als dort vor Urzeiten ein riesiger Meteorit einschlug. Es heißt, dass sein Inneres ein furchterregendes Pokémon barg. Ja, der Meteorit. Nacht für Nacht, so will es die Legende. Ein bitterkalter Wind durch die Gassen peitschte, suchte dieses schreckliche Biest unsere Stadt heim, um Menschen wie Pokémon zu verschlingen. Ein menschenfressendes Pokémon? In ihrer Verzweiflung legten die Menschen mächtige Wälle an, um ihre Siedlung vor dem gierigen Scheusal zu schützen. Aus dieser Zeit stammt wohl auch das ungeschriebene Gesetz dieser Stadt, nachdem man das Haus nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr verlassen darf. Das ist das Ende meiner Geschichte. Vielen Dank für diesen äußerst interessanten Vortrag. Das wird mir bei meinen Nachforschungen eine große Hilfe sein. Na schön, allerseits gehen wir, wollen die Dame nicht weiter stören. Okay. Sehr mysteriös. Diese Geschichte war sehr aufschlussreich, nicht wahr? Dafür, dass man so gut wie nichts über dieses Pokémon weiß, habe ich einen sehr deutlichen Eindruck von den enormen Kräften bekommen. Ja, ging mir genauso. Ein Pokémon der Fähigkeit, seine gesamte Umgebung in Eis zu hüllen. Das steht dem legendären Drachen-Pokémon nichts nach. Exakt, Bell. Diese Geschichte erinnert mich an die Legende von Zekrom, dem Pokémon, das einst ganz einmal mit Blitz und Donnerschlag verwüstet haben soll. Sag mal, Dennis, erinnerst du dich noch an die Legende von Zekrom? Jetzt nicht mehr ganz so... Okay. Seltsam, Dennis, ich war mir sicher, ich hätte dich bei unserem Treffen in Monsentiero zur Sprache gebracht. Ach, kann sein, ich habe nicht so das beste Gedächtnis. Das legendäre Drachen-Pokémon Zekrom erkennt denjenigen, der sich dem Ideal des Wunsches verschrieben hat. Erzählen an. Der Körper von Zekrom ist pechschwarz und so kraftvoll wie ein Donnerschlag. Glauben Sie etwa, das legendäre Pokémon hat irgendwas mit dem Pokémon aus dieser Geschichte zu tun, Professor? Der Meteorit ist der Schlüssel.
Der Meteorit, sagen Sie? Zekrom wurde aus dem sogenannten Dunkelstein ins Leben gerufen. Was, wenn dieser Dunkelstein aus demselben Material bestünde wie der Meteorit aus der Geschichte? Darüber hinaus wurden in der Nähe der Dranstiege, also dort, wo sich Zekrom aufgehalten hat, dieselben Materialien in der Nähe der Riesengrotte gefunden. Damit ist natürlich noch nichts bewiesen, aber als Zufall sollte man es nicht abtun. Verstehe nur nicht, warum sich ein derart starkes Pokémon nur bei Nacht zeigt. Könnte ja Grund dafür sein. Wäre es beispielsweise denkbar, dass es kein Sonnenlicht verträgt? Gute Frage. Um das herauszufinden, sind weitere Nachforschungen nötig. Weil der Name Tessera stammt aus einer uralten Sprache und heißt so viel wie Baustein oder Umflechten. Dies könnte eine Anspielung darauf sein, dass die Bewohner Mauern um die Stadt ziehen mussten, um sie vor jenen Pokémon zu beschützen. So, jetzt aber genug geredet, Dennis, ich rate dir, Lysander über dieses Thema auszufragen. Ich werde mich nun wieder der Feldforschung widmen. Willst du mir helfen, Bell? Aber klar doch! Boah, so viel geredet hier. Lysander aus Twin Drag City steigt manchmal höchstpersönlich gegen seine Pokémon in den Ring, um sie zu trainieren. Warten Sie, Professor Escher. Okay. Wir gehen hier erstmal ins Pokémon Center. Und dann werden wir erstmal die Stadt erkunden. Es schien jetzt hier nicht so, als wäre hier eine Arena. Daher werden wir auch schnell hier wieder weiterreisen. Und hier ist mal wieder der Medaillentyp. Ui. Der war ja über mehrere Städte hinweg verschollen. Aber erstmal natürlich die Pokémon heilen. Da hätte ich natürlich nicht so viele zu betränken und zu einsetzen brauchen. Du bist ja endlich, Dennis. Du lässt nichts anbrennen, was? Hier hast du eine neue Medaille. Ja, und noch ein paar. Mal sehen, wie viel wir jetzt hier kriegen. Achso, oh, okay. Das war's sogar schon. Ein Blick auf deine Arena-Ohren und die damit verbundenen Erinnerungen verrät mir, mit welchen Pokémon du Seite an Seite gekämpft hast. Möchtest du mir deine Arena-Ohren zeigen? Ja, warum nicht? Welche Arena-Ohren und die damit verbundenen Erinnerungen möchtest du mir zeigen? Nehmen wir mal den ersten Ohren, Grundohren. Bei Erhalt des Grundohrens hattest du Riolu und Seppifeu bei dir. Ja, kann man hier sehen, welche Pokémon da. Und da hatte Knackleon, Lucario, Nagelotz, Molimorba und Efuserb. Ja, geil. Mein zweiten Ohren hatte ich da auch nur, ja, Seppifeu und Riolu. Ach, das waren noch Zeiten damals. Hallo. Ja, hallo. Gibt's eigentlich nichts weiter? Nee. Was gibt's hier bei den anderen Typen? TMs, bitte TMs. Ja, TM-Abteilung, geil! Blizzard, Donner, Feuersturm. Richtig geile TMs. Aber. Puh! 70.000. 70.000. Ich hätte am liebsten alle drei. Feuersturm könnte ich Finn beibringen und Donner könnte ich Luke beibringen. Boah. Aber ich habe nicht mal 70.000 für eine TM. Bitter, ich weiß. So, gut. Wo sind wir denn eigentlich gestartet? Hier rechts. Fangen wir mal hier unten erstmal an. Das Monster, das du bei Nacht angeblich aus dem Krater kriegst, ist doch bestimmt ein Pokémon, oder? Alle Dorfbewohner glauben an die alte Sage und halten sich an das Gesetz. Es muss ein echt schreckliches Pokémon sein. Was passiert, wenn wir hier in der Nacht hingehen? Oh, da links ist Retro. Willkommen in Tessera, wo die Leute sich nur an die Regeln halten. Aber bei Tag und... Ach, stimmt, die Stadt heißt Tessera. Ich dachte, die alte Frau heißt Tessera. Dachte ich die ganze Zeit. Ja, moin. Hier an die folgende Regel. Wer tags genügend Sonne tankt, ist nachts nicht durch die Gassen wankt. Okay. Das ist hier oben. Seitdem ich hierher versetzt worden bin, drehe ich den lieben langen Tag Däumchen. Denn nachts begegnet man keiner Menschenseele und so sind die Verbrechen hier nicht gerade an der Nachtordnung. Ja gut. Was ist das da? Nee, Schutz will ich nicht weiter hineinsetzen. Ein Hyperheiler, da ist ein Pokémon, der einfach so frei herumläuft. Ja. Macht auch nichts weiter hier. Mein Pokémon macht, was es will und läuft ungebändigt durch die Gegend. Das hat wohl keine Verwendung für einen Trainer. Dann machst du irgendwas falsch. Und das ist auch nicht gut so, weil... Stellt euch einfach mal vor, kommt ein Auto angefahren oder so, dann Tschüssikowski sozusagen. So, Reto, was ist mit dir hier? Ey, ich habe gehört, dass Halunken von Team Plasma halten, sich hier in der Gegend aufhalten. Bist du ihnen zufällig begegnet?
Da! Ja. Euch neugierigen Trainer packen geht doch gar nichts. Aber gut, ich bin kein Unmensch. Versuche neuen Wissensdurst zumindest ein wenig zu stillen. Sicher wollt ihr hören, weshalb ich immer noch bei Team Plasma bin. Bereitet mir eben Freude zu beobachten, wie sich die Welt verändert. Hört mir zu. Pokémon stammen der Natur. Doch Pokébälle sind ein Produkt der menschlichen Zivilisation. Diese Errungenschaften derselben geben die Menschen bekanntermaßen nur ungern auf. Versteht mich nicht falsch. Zivilisation ist ebenso wichtig wie die Natur. Doch sollte es Team Plasma gelingen, die Weltherrschaft zu erlangen, ist es versucht, Zivilisation samt Errungenschaften wie Pokébälle abzuschaffen. Eine Welt ohne Pokébälle. Kannst du dir das vorstellen? Will ich mit eigenen Augen sehen? Halt die Klappe! Ich will nur das Pokémon zurückhaben, das ihr gestohlen habt! Mir nicht! Dennis, dazu brauche ich deine Hilfe. Bist du bereit? Na sicher bin ich bereit. Nur, damit du es weißt, ich bin jetzt richtig sauer! Retro ist sauer! Dann kämpfen wir gegen beide gleichzeitig, also im Doppelkampf? Oder wie? Ja, nice! Wunderbar. Beide haben zwei Pokémon. Golbat und Frigometri. Gut, gegen das Golbat hätten wir auf jeden Fall eine Gesteinsattacke. Das Frigometri, da haben wir momentan nichts gegen. Allerdings Reto, der kann dann eine schöne Feuerattacke einsetzen. Ich setze einfach mal Steinhagel ein. Eisstrahl, natürlich auf Michael. Vierfach Schwäche, Michael ist weg. Shit. Hätte ich vielleicht auch bedenken müssen. Warum setzt du... Retro, bist du bescheuert? Ja, das Golbat ist weg, aber das Frigometri... Ist er bescheuert? Ich hol mal Finn raus. Unratytox. Nee, Depinitox. Die Weiterentwicklung sogar. Ah, dann setze ich mal Funkenflug auf Frigometri ein. Bei den Tief-Pokémon hätte ich jetzt so. Ja, jetzt ist Keto, ey, ganz ehrlich. Ah, gut. Ist noch nicht besiegt, wir können jetzt den Rest geben. Reto ist besiegt. Braucht euch zwei Volltreffer, Alter, ich würde ausrasten. Ja, trotzdem, was Reto gemacht hat, das war sehr dumm. Wow, wie wenig Schaden machen wir? Komm, weiter geht's. Ja gut, es ist weg. Level 42 ballert. Wow. Body Slam, ja gut. Nicht auf uns. Sneeble, nochmal ein S-Pokémon, aber auch Kampf. So, Funkenflug. Okay, Retro greift das auf. Das Deep Ponytox an. Ja, genau. Wir greifen das Nibel an. Feuerattacke ist immer noch sehr effektiv. Oh, das Deponitox hat eine Verbrennung erlitten. Obwohl wir das gar nicht angegriffen haben, also primär. Okay. What the fuck? Na toll. Der Kampf läuft hier nicht gut. Generell, in letzter Zeit läuft es sowieso bei uns nicht so gut. So. Gegen das Nebel können wir Nico einsetzen. Ist ja auch vom Typ Kampf, bedeutet Psycho ist sehr effektiv. Psychokinese. Ja, Reto fängt die ganzen Attacken auf, das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Hast du keine Wirkung? Hä? Ist das nicht vom Typ Kampf? Eis? Nicht? Dann habe ich mich da wohl geirrt. Setz mal Winter ein. Ich habe jetzt keine Lust zu wechseln. Wow, Alter. 1 KP. Ja gut, ist besiegt. War nicht unsere Glanzleistung, aber auch nicht Retos Glanzleistung. So, war so ein bisschen durchgemischt. Und das, obwohl mir Meister Violazeus zur Seite stand. Wer in aller Welt seid ihr? Ihr Rotzlöffel erinnert mich an das, was vor 2 Jahren geschah. Aber im Moment gibt es wichtigere Dinge. Wie wir gehört haben, befindet sich das Objekt, nach dem wir suchen, mit einiger Wahrscheinlichkeit in Twin York City.
müssen unsere Spielstunde leider auf ein anderes Mal verschieben, meine Kleinen. Stehen geblieben! Okay, sehr interessant. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wo wir die Stadt weiter erkunden werden und dann Richtung Twin Rock City gehen. Was ich mich aber persönlich frage, wir hatten ja noch die Route 14. Was ist mit der eigentlich, weil es jetzt hier anscheinend weitergeht? Ich weiß nicht, wo es jetzt wirklich weitergeht letztendlich, aber ja gut. Werden wir noch herausfinden. Bis zum nächsten Mal und bye.